Jetzt fragst du dich vermutlich, was das alles mit dem Zapper zu tun hat, weil gerade habe ich noch gesagt, der Zapper ist nicht ausreichend. Mit dem Zapper kannst du eine solche Behandlung aber auf alle Fälle unterstützend begleiten und das braucht auch nicht allzu viel Aufwand. Du hast zwei Möglichkeiten. Bei der ersten brauchst du die Allergie-Chip-Karte. Diese hat drei Programme, nämlich eine Basistherapie. Diese enthält Frequenzen für die wichtigsten Erreger, die Allergien begünstigen können, zum Beispiel Ascaris, Egel oder Salmonellen. Die solltest du mindestens zweimal wöchentlich anwenden. Das zweite Programm nennt sich Energiebalance und es wirkt ähnlich wie eine Akupunkturanwendung bei Allergien. Das ist mindestens einmal wöchentlich empfohlen und wenn es dir gut tut, gern auch öfter. Und das dritte Programm kannst du im akuten Fall bzw. zum Plate-Zappen verwenden. Das heißt konkret, wenn du gerade ganz akute Beschwerden wie Nasen- oder Augenjucken, Niesen, Sekretbildung und so weiter hast, dann auch gerne mehrmals täglich anwenden, bis du eine Verbesserung spürst. Und dieses Programm kannst du auch mit einem Plate anwenden. Hier habe ich so eine Platte oder ein Plate. Und um das anzuschließen, befestigst du den roten Elektrodenanschluss am Plate auf der einen Seite und dann brauchst du noch ein Zusatzkabel. Das ist so eins hier. Das schließt du an der anderen Seite an. Und die Enden werden dann natürlich wiederum mit den Elektroden verbunden. Auf das Plate stellst du jetzt dein Allergen. Zum Beispiel nimmst du dir bei Pollenallergie die Pollen bei dir zu Hause mit einem kleinen sauberen Stück Papiertuch von der Fensterbank und gibst dieses in ein sauberes, dünnwandiges Glas auf die Platte. Jetzt schließt du dich wie gewohnt an den Elektroden an. Ich würde hier die Handgelenksmanschetten oder Handelektroden empfehlen und jetzt kannst du das Programm ablaufen lassen. Natürlich legst du immer das Allergen ins Glas, welches dir Beschwerden macht, also Hausstaub, Lebensmittel, Katzenhaare und so weiter. Mit dieser Karte hast du eben die Möglichkeit, von mehreren Seiten zu arbeiten. Zum einen im Akutfall, dann generell, um die Energie des Allergiemeridians auszugleichen und dann auch noch gleich an der Ursache anzusetzen.